So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu One Piece Odyssey. Ja, wir sind hier in einer sehr altbekannten Höhle, nämlich die erste Höhle, die wir in diesem Spiel betreten haben, und zwar die Seeuferhöhle, weil wir hier Blubberpilze sammeln. Wow. Jetzt ist natürlich die Frage, Blubberpilze. Mit Hilfe der Blubberpilze wollen wir ja Cola herstellen. So wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Deswegen wird mal Zeit, dass wir noch einen Blubberpilz hier finden. So, hier ist nämlich noch einer. Hey! Das ist doch... ist er doch. Halt die Klappe. Du hast doch niemals den... Du hast ihn gefunden. Leute. Ich habe ihn gefunden, Leute. Den letzten Blubberpilz. Was soll das denn? Steh mir nicht die Schau, Augenbraue. Ihr Trottel. Also, was machen wir jetzt, Sanji? Jetzt können wir Cola herstellen. Wir brauchen nur noch ein Fass. Ich habe eins in Adios Hütte gesehen. Das können wir uns bestimmt borgen. Oh, gut. Dann gehen wir zurück zu Adios Hütte. Kehre zurück zu Adios Hütte. Doofe Frage jetzt. Natürlich. Aber. Oh, vor Süden? Adios Hütte? Ja, es funktioniert. Der Schnee. Der Teleport funktioniert. Das schon mal gut. Jetzt ist die Frage. Da wir jetzt bei Adios Hütte sind. Ne, muss ich in die Hütte rein oder kann ich jetzt diese Nebenquest machen hier hinten? Anscheinend darf ich. Gut. Anscheinend darf ich jetzt diese Nebenquest machen, weil wir jetzt aus dieser Höhle wieder raus sind. Oh. Hey, Chopper. Zorro wechseln. Zack. Und jetzt haben wir nämlich... Voila! Ich bin fertig. Was hältst du davon, Madame? Ich auch. Ich zeig dir meins zuerst. Das ist das Accessoire, in das ich mein ganzes Herzblut gesteckt habe. Oh, was für eine professionelle Arbeit. Die Gestaltung und Farbwahl sind toll. Das ist echt großartig. Danke. So, jetzt bist du dann, Norman. Dieses Accessoire hier habe ich angefertigt. Was? Jetzt warte mal, Robin. Was zum Teufel ist das? Sieht wie eine verfluchte Puppe aus. Deine Accessoires sind viel zu furchterregend. Du liebe Zeit. Du hast meine Erwartungen vollkommen übertroffen. Wie hast du es geschafft, so etwas herzustellen? Du bist ein Genie. Warum? Ich muss meine Niederlage hinnehmen. Robin hat gewonnen. Gut gemacht, Robin. Was? Wie soll Robin damit bitte gewonnen haben? Halt den Rand, Spinatschädel. Herzlichen Glückwunsch, Robin. Danke, das war die Mühe wert. Durch dich habe ich erkannt, wie viel ich noch gelernt habe. Oder lernen muss. Ich werde noch mehr üben, um dich eines Tages zu übertreffen. Madame? Oh, beinahe hätte ich es vergessen. Bitte, nimm dies hier als Dank. Dass du mir etwas so Wundervolles gezeigt hast. Danke für dieses tolle Geschenk. Lass uns das irgendwann wiederholen. Julies Ring. Okay. Nur mal geguckt. Ne, also nur mal geguckt, ob... Kann ich eigentlich... Also erstmal hier. Da. Wunsch des Gefallenen. Oh. Was ist denn der Wunsch des Gefallenen? Nebengeschichten? Ja, Würfel. Marinefort Stadtgebiet?
Okay. Wir haben drei Dinger in Marineford Stadtgebiet. Finde ich irgendwie wild. Aber vielleicht kriege ich, haben wir die Möglichkeit, nach Marineford ohne die ganzen zig Kämpfe zu reisen. Aber dieses Ding kann ich immer noch nicht aufmachen. Finde ich schade. Oder, was natürlich auch die Sache sein kann, dass wir, nachdem wir Brooke gerettet haben, nochmal nach Marineford müssen. Das kann natürlich auch sein. Dass wir deswegen dass das noch gar nicht Marineford noch gar nicht so fertig ist, sondern dass wir da wirklich dann hin müssen nochmal. Also ich speichere hier nochmal. Warte mal, was steht da? Da steht Kapitel 7. Noirfort war aber Kapitel 6, wenn ich mich nicht täusche. Naja, vielleicht hat, ne? Hey, Lim. Lim, wenn du erschöpft bist, dann ruh dich bitte aus. Ja. Hey, wo ist Adio? Er ist oben. Oh, okay, danke. Robin. Robin hat was entdeckt. Direkt bei Adio. Informationen über den Himmelsturm. Waren das die Dinger, die ich angucken konnte, oder war das, was ich nicht angucken konnte? Informationen über den Himmelsturm? Ne, genau, sammel sie, um Ziele abzuschließen. Kaffee? Hey, Adio. Adio, gib mir das Fass. Seltsame Bitte, aber gut. Wofür brauchst du das denn? Ich habe vor, mit diesen Blubberpilzen Cola herzustellen. Verstehe. Ich konnte ja meinen Ohren nicht trauen, als ich hörte, dass das Schiff mit Cola betrieben wird. Aber gut, nimm dir, was du brauchst. Ich hoffe, du findest den Körper deines Freundes. Danke. Du hast was gut bei uns. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Okay. Die Vorbereitung ist abgeschlossen. Wenn wir eine Nacht warten, haben wir Cola. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, Brooke. Jetzt können wir nach deinem Körper suchen. Jo, wie schön. Darauf habe ich gewartet. Es dauert bis zum Tagesanbruch, Cola zu bekommen. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Dann sollten wir bei Tagesanbruch bereit sein. Oh, ich erwarte. Also sagt mir Bescheid, wenn ihr soweit seid. Warte bis zur Dämmerung. Jetzt ist die Frage, ne? Wenn ich jetzt mal gucke. Schade, ich sehe hier doch da unten. Ich speichere kurz. Einfach nur mal speichern. Nochmal. Ich weiß, ich speichere ziemlich viel. Ich speichere jetzt mal hier. Bei 2. Und frage nochmal Lim. Ja, Tatsache. Ich kann an den seltsamen Ort. Jetzt bin ich gespannt. Weil. Na, abgesehen davon, dass er Dings ist. Wo willst du hin? Tatsächlich, wir können nach Marineford.
Ich habe ja gespeichert, also das so wild ist das ja alles nicht. Das heißt, wir könnten gegebenenfalls jetzt rumrennen und Nebenquests dort noch hinkriegen. Tatsächlich. Stadtgebiet. Das ist das Stadtgebiet. Lol. Wir haben 1, 2, 3 Nebenquest-Ereignisse. Dann natürlich den Memoria-Würfel, wo wir zurückkommen. Ne? Können wir. Wir können hier direkt Kram machen. Direkt Dinge tun können wir. Und hier werden wir bestimmt auch noch ein paar Würfel finden. Gehe ich mal stark davon aus. Also, ne? Direkt mal überall auch in die Ecken und so gucken. Da ist zum Beispiel auch wieder eine Truhe, die wir gar nicht öffnen können. Oder noch nicht öffnen können. So, moin. Hehe, ihr seid doch die Strohpiraten. Ich habe eine Bitte an euch. Würdet ihr mir helfen? Hey, was machen wir jetzt? Fragen wonach. Worum geht's denn? Nee. Ich bin Yuri. Es ist vielleicht schwer zu glauben, aber ich bin ein Pirat, der aus Impeldown geflohen ist. Eigentlich sollte ich Buggy begleiten, als ich aber ich wurde zurückgelassen. Bitte hilf mir bei der Flucht. Oh, du gehörst zu Buggys Leuten? Was sollen wir machen? Ich habe ein Boot gefunden, mit dem ich fliehen könnte. Aber mir fehlen nötige Materialien reparieren. Ah, okay. Wir sollen ein paar Sachen holen. Ein paar Materialien, alles klar. Ne? Ich brauche zwei Dinge. Zum einen wäre das Schiffsholz. Das müsstet ihr bei den Arbeitern der beim Ochsglockenplatz finden. Zum anderen brauche ich Nägel. Irgendwo in der Stadt ist eine defekte Kanone. In der Nähe müsste sich ein Kerl aufhalten, der Nägel zusammensucht. Okay, defekte Kanone und Dings. Ne? Nach oben mal gucken. Eingestürzter Boden. Das sieht auch aus hier, ne? Hm. Mhm. Hier jetzt nichts. Frankie überlassen. Oh. Sanji hat was entdeckt. Jo. Aber Frankie, das ist natürlich doof. Weil irgendwas, irgendwelche Bolzen fehlten mir, ne? Nicht genug Material. Damaststahlbolzen. Wo kriege ich denn jetzt Damaststahlbolzen her? Nur mal so doof gefragt. Ich meine mal, ich kann ja auch nicht irgendwie rüberjumpen. Schade. Dann komme ich hier gar nicht weiter, weil ich keine Damaststahlbolzen habe. Ist ja jetzt ein. Das ist ja wirklich ätzend. Ich komme hier nicht weiter, weil ich keine Damaststahlbolzen habe. Wild. Das ist doof. Frage ist, wo finde ich? Wo finde ich das?
werde noch mal rein. Vielleicht, ne? Da ist nichts. Muss mal gucken, was ich hier so kaputt hauen kann. Weil vielleicht. Ah, guck mal. Nee, doch nicht. Hm, hier auch nicht. Nur mal kurz gucken. Sorry Leute, dass ich jetzt so ein bisschen, ne? Aber muss halt gucken, ob ich hier irgendwo diese komischen Bolzen kriege. Hier ist wirklich nichts. Scheiße. Das ist nicht gerade nett. Moin. Bild. Ist auch nichts hier drin. Hier ist nichts zu sehen, nirgendwo. Ist doch belastend. Ne? Es fehlen denn genau. Genau ein Bolzen fehlt hier nur. Gibt's doch nicht. Ah! Hallo? Na du? Da machst du Schallbolzen. Ha! Ich hab nämlich ein bisschen nachgelesen und die sollten nämlich hier sein. Yo. Deswegen. Super! So. Jetzt können wir das nämlich richtig machen hier. Alles. Ne, guck mal, da ist zum Beispiel noch ein Würfel. Blitzhop und Chopper. Blitzhop. Und Chopper. Das ist auch vor allen Dingen gut, dass wir jetzt hier Dings haben. Hier so 2 bis 3 immer kriegen. Wo Dings. Oh, guck mal. Eine Kiste, die Zorro platt machen kann. Zack. Ne? Yes. Walross Eispanzer ist auch. Wilde Aussage hier. Okay, hier ist nichts weiter. Hier ist nichts weiter. Schießpulverlager. Ich würde sagen, das wäre eine Idee, dass Zorro die vielleicht mal zerschneiden könnte, ne? Jetzt kann er die ja zerschneiden, weil wir ja jetzt eine Verbesserung für ihn haben. So. Ich. Ja. Nichts Wichtiges.
Schrott auf jeden Fall. Schrott brauchen wir immer. Ne? Nordstadt. Noch mehr Schrott. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, beende ich erstmal diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder rein, wenn wir dann die Stadt von Warford, von Marineford ein bisschen erkunden, Nebensquests machen und ja, dann auch langsam mal Brooks Körper aus dem Meer holen, ne? Also, dementsprechend, tschüss, ciao, euer Livers.